Herzlich willkommen zur zweiten Feuerwehrkarte von Thüringen. Wir machen weiter und laden Holz auf. Jetzt schauen wir da hinten, was raufkriegen. Das sieht nicht ganz gut aus. Irgendwie ist die Holz zu lang. Aber mal schauen. Ein paar kriegen wir sie hier rauf, brennen wir fest und dann gut ist. Dann müssen wir die nächsten ein bisschen kürzer sägen. Da ein bisschen ein. Gut, das reicht. Machen wir beladen auf, Ende und machen wir fest. Schauen wir unsere neue Auffahrt hinkriegen hier. Unsere, wo wir schön weg auffahren können. Schon mal nicht schlecht, ne? Naja, schon schlimmere Sachen erlebt. So, fahren wir zum, was haben wir läuft, ja. Fahren wir zum Sägewerk und verkaufen mal das Holz. Holz, ne? Ja, Holz. Und immer noch früher Sommer. Doch den großen kaufen sollen, ne? Wo der große ist ja wiederum so unhandlich, ne? Wenn wir aufpassen wegen Umkippen. Und wir nehmen mal den weißen, damit er stabiler ist. Das wollte ich mal probieren. Dann nehmen wir hier mal so hin. Der soll ja besser sein, der weiße. Der Volvo. Sehen, ob wir am besten anders aufladen können. Beziehungsweise die Balken, die Dinge ein bisschen länger werden oder kürzer. So, jetzt geht's zum Sägewerk. Na, was kriegen wir heute? 40.000? Können wir ganz schön, ne? Es kippelt. Ja, hier ist kein Sägeweg. Also ja, das ist ja ganz, ganz, ganz ungünstig, ne? Die werden das Haus nicht los. Wir müssen ein Stückchen weiterfahren. Oh, nee. Und war ich wieder in Gedanken? Wo war ich da wieder gewesen? Ja. Hauptsache wir kippen nicht um. Das wäre dann super geil. So. Aufsteigen und verkaufen. So, alles weg. Ja, 45.000. Hat sich doch ein bisschen gelohnt. Vielleicht bekommt das Sägewerk noch Leben eingehaucht. Mal sehen. Ja. Ich sage, das ist mal ein bisschen ärgerlich, wenn alles näher schön läuft nachher.
Und dann kommt der neue raus und keiner interessiert mehr für einen 95er. Es sei denn, es kommt von 21er nichts Besonderes raus. Das kann natürlich auch sein. Dann sagt man sich, oh naja, warum soll ich mir jetzt Geld ausgeben, wenn ich das gleiche nochmal haben kann. Ne? Aber gut, lass mich überraschen. Ich persönlich denke mal, ja, was könnte man auch Steigerungen dazu reinbringen? Ne? Schwierig, denke ich mal, ne? Also, ich meine, die Pferde haben wir nicht vom Hocker gerissen. Die Vögel genauso wenig. Also, das ist nichts, was ich jetzt im Prinzip nutzen könnte. Oder hier. Auf der anderen Seite. Na, sag schon. Ich hab's vergessen. Das Einzige, was besser geworden ist, ist die Grafik. Das ist besser geworden. Da kann man nicht meckern. Auch mit den Waschbahn und all das, das kann man nicht, das ist gut. Auch mit der Wartung. Obwohl das teilweise heftig ist mit der Zeit. Aber das ist Geschmackssache, das ist wie gesagt, das haben wir uns festgefahren, ne? Ja, also die Stumpenfräse müssen wir noch kaufen. Oh, die haben wir glaube ich schon, ja, die haben wir schon. Die haben wir. Proben wir gleich. Zumindest einige Stumpen entfernen, gleich dann auch entsprechend fahren können. Tag Mu. Na? Schweine, gib Milch. Gras habt ihr ja genug jedenfalls. Jo. So. Ha! Die Birke. Die muss ich gleich entfernen. Da ist sie. Also die will ich auch hinkriegen, weil ich wegbekommen würde. Die Fräse nimmt ja alles weg. Aber wenn wir da nicht ankommen, da oben gibt es nichts. Ne? So. X. Na, bitte nicht. Und nur wenn wir dann den Baum auch erreichen, können wir das machen, ne? Ja. Müssten wir theoretisch mal absehen. Ja. Hey, Motorsäge. Kettensäge, nehmen wir schönes. Grund ist egal. Dichter ranfahren. Und vorne rausspringen.
Es wird immer noch blöd sein, Anführungszeichen, weil wir unten nicht ankommen. Müsste hier ein bisschen fixen. Ja. Hängt der Laternen voll fest. Ah. Ja, guck mal. Das dürfte reichen, aber den Luft kriege ich nicht. Bleiben wir auch nochmal. Hey! Ich bin wieder weg. So. Die sehen nicht mehr ganz so gefährlich aus. Ist immer noch gefährlich, Anführungszeichen, aber ich weiß. Ein super Traktor hier, Sprinter. So. Ich mache die Stunden deswegen weg, weil der LKW ist ziemlich flach zu legen und ich habe mal ein Landing-Ding in den LKW gehen. Den anderen mit dem Bock noch den Blauen. Aber das kann man ja erinnern. Wer den Wald schnell weg haben will, Fräse und Bock zuckt wieder mal weg. Das Stück ist ja schön, ne? Eine Stunde zu gehen, das ist so blöd, ne? Das ist ja leider so, ne? Also, aber wie gesagt, das ist ja optisch sieht es natürlich viel besser aus. Aber das ist ja Natur, das halt so, ne? Wer das ja nicht mag, kann dann mit dem Flug hier mal so fliegen und puppern und sehen und geht dann gerade. Ne? Na, jetzt packt man vielleicht gleich die Reue, aber das Baum kann auch weg. Das geht ja mit der Lied. Gehen wir ruckzuck, Baum ran und weg. Ja,
Den Pfützen nehmen wir gleich mit. Ein kleiner Teil. Siehst du. Gut, dann nehmen wir den LKW mit Tauschen her. Mit einem, der ein bisschen mehr Bodenfreiheit hat. So, kurz überlegen. B. O. So, aufgeladen. Und der ist sowas von flach, dass er die Bäume wegschieben kann. Ne? Weiter wegfüllen. Mal sehen, ob wir ein bisschen normal wechseln. Wir mal sehen, dass wir ein bisschen länger kriegen oder kürzer. Ne? Ich weiß nicht genau, wie ich das machen kann mit dem Holzfäller und Harvester einzustellen, weil das geht ja nun nicht mehr zu erkennen, leider. Die Vergleichsdinger nicht mehr da. Also ich kann nichts erkennen. Die Länge meine ich jetzt hier. Mit Rückenfett und so. Kann man mal mitmachen, das glaube ich nicht. Alles einschalten. Nee. Der Tempolimit kann man mal theoretisch ja, verzichten. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Die Länge kriegen wir gleich aus. Und seid mal Füße in den Winkel. Verzeihung. Hoffe, es hat euch gefallen. Dann sieht es uns vielleicht morgen hier. Hm.